Ich habe nun eine Wortmeldung zu einer tatsächlichen Berichtigung. Frau Abgeordnete Johanna Jax, bitte. Zu einer tatsächlichen Berichtigung, Sie haben es gehört, hat sich die ÖVP-Abgeordnete Jax gemeldet. Peter Pilz hat hier behauptet, ich hätte ihm unterstellt, er hätte im Untersuchungsausschuss Beamte zum Amtsmissbrauch angestiftet. Ich berichtige tatsächlich. Ich habe gesagt, wie wir aus dem Untersuchungsausschuss wissen und beziehe mich auf einen Artikel der Kronenzeitung vom 4.9.2018, aus dem ich zitiere, neues juristisches Problem, juristisches Problem für Peter Pilz. Wie Krone.at heute berichtete, könnte eine Aktennotiz den Fraktionsführer Peter Pilz belasten. Darin ist notiert, wie Pilz als Privatmann ohne politisches Mandat am 12. März dieses Jahres versucht haben soll, illegal zu einem Video über die Hausdurchsuchung beim BVT zu kommen. Und nach dieser tatsächlichen Berichtigung von Johanna Jax von der ÖVP ist nun auch noch ebenfalls von der ÖVP Karl Nehammer zu Wort gemeldet.